Ja, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem Rennen aus Großbritannien. Nach dem Desaster in der Samstagsliga hoffe ich, dass in meiner Karriere diesmal ein bisschen was Besseres läuft. Ich muss mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich in der Samstagsliga so verkackt habe. Das war schlichtweg einfach nichts. Sonntags habe ich mir tatsächlich ein bisschen mit der Strategie das selber kaputt gemacht. Das war ein Fehler, auf die Gelbreifen zu wechseln und nicht auf die harte Mischung. Damit wäre ich durchgefahren und wäre wahrscheinlich in zweiter Position weiter vorne gelandet. Naja, wie dem auch sei, heute geht's los auf jeden Fall mit F1 2019. Wie gesagt, nochmal morgen gibt's einen Stream auf jeden Fall. Also wahrscheinlich ein Stream. Ich hoffe, dass alles wird funktioniert. Aber dann am Sonntag gibt's keinen. Ich muss aus beruflichen Gründen weg. Das heißt, aber ich fahre schon sonntags. Deswegen kein Stream. Ist auch sehr kurzfristig tatsächlich, aber ist egal. So, genau. Großbritannien steht heute an, Wettervorhersage. Wunderbar, zumindest Qualifying und Rennen ist trocken. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Gut. Was hältst du hiervon? Super. Okay. Ja, dann gehen wir ins erste freie Training hier aus Großbritannien. Diesmal läuft es wohl etwas besser oder soll es etwas besser laufen, als dann, was wir so auf der Reihe vorher bekommen haben. Ja, als besser laufen als das, was wir Samstag abends geliefert haben. Was wir letzte Woche abgeliefert haben in Großbritannien. Nächste Rennen übrigens morgen Abend Monaco. Willkommen bei einem aufregenden Formel 1 Wochenende. Die heutige Trainingssession findet in Silverstone, Großbritannien, Home of Motor Racing, statt. Stefan, wir befinden uns an einem schönen Schauplatz, der sich allerdings über die Jahre drastisch verändert hat. Wie gefällt dir Silverstone im neuen Gewand? Der alte Kurs hatte viel Freude bereitet. Aber mir gefällt das neue Layout auch. Die neue Abbey ist schneller als vorher und irgendwie fehlte dem Kurs immer ein eher langsamer technischer Abschnitt. Die Kurven bei Village und Loop liefern genau das. Also ja, ich bin ein Fan und dazu bietet das neue Layout mehr Überholmöglichkeiten. Habe ich das gerade richtig gesehen oder sitzt Bottas mittlerweile im Toro Rosso? We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Habe ich das gerade richtig gesehen? Sitzt der Bottas mittlerweile im Toro Rosso? Warte mal. Nein, sitzt er nicht. Okay. Er sitzt immer noch im Mercedes. Wer war das denn im Toro Rosso? Ach gut, das kann nur einer von den, kann nur Devin Butler gewesen sein. Ja, vermutlich der. Ich glaube, es gab meines Wissens so diesen Einwechsel, den von Lance Stroll zu Haas mit dem Tausch mit Magnussen. So, wir gucken mal auf die Wetterwette. Okay, ganz super. Das ist klar, wunderbar, dass wir ein komplett trockenes Rennwochenende haben. So. Gut, dann gehen wir mal auf die Rennstrecke. Fahren wir so zwei, drei Ründchen. By the way, ich guck mal gerade, wie meine Fahrhilfen aussehen. Okay, Mittel ist wunderbar. Soll auch so bleiben. Die fahren im letzten Rennen soweit wieder. Hier in Großbritannien wollen wir natürlich wieder, gerade im Heimrennen für das Team, wollen wir hier natürlich ein starkes Ergebnis liefern. Im Idealfall natürlich wieder unseren vierten Saisonsieg holen. Nach Monaco, Kanada und Österreich. Jetzt der Sieg hoffentlich mit dem Williams auch in Großbritannien. So, los geht's in die Runde, erste Runde. Ich mag diese Strecke tatsächlich sehr gerne eigentlich. Ich wundere mich, was heute hat einfach nicht funktioniert für mich. Aber das soll hoffentlich heute ein bisschen anders, oder dieses Rennwochenende natürlich ein bisschen anders sein. Viele, viele Punkte sollen hoffentlich auf unser Konto gehen. Wir fahren das erste Freitraining mit der härtesten Mischung. So, die erste Zeit
gegen Lukas Weber ist eine halbe Sekunde vor. Nein, die Strecke ist nicht so kurz. Das ist eine Alternativstrecke hier. Für die Rahmenserie. Also da ist die zweite Boxengasse drin. Dass sie nicht jedes Mal während der Komplettwochenende die komplette Boxengasse umbauen müssen. Vor allem, glaube ich, den Porsche Supercup und auch die Formel 2 fährt er hier. So, Formel DTR. Ach, der ist jetzt abgeschlossen. Wir haben in der Zwischenzeit anderthalb Sekunden vor der Spitze, vor dem Rivalen. Das ist immer gut für Lukas Weber. Und jetzt geht's in den letzten Abschnitt hier. Die letzten zwei Kurven. Und dann haben wir eine 1:35,7 Deutschen. Scheint wohl gerade der Auftakt schon so gut zu gelingen. Hundertstel Vorsprung. Der erste Sektor war schon mal wieder violett. Zweiter Sektor ebenfalls. Los geht's. Wir fahren übrigens die harte Mischung. Also bewusst, ich fahre die Trainings immer von hart nach weich. Nächste Runde fahren wir auf Medium. Gute halbe Sekunde nachgelegt. So, deutlich besser rausgekommen. Der Vorsprung steigt. Erster Sektor. Heißt schon mal violett für uns. Aber es kann sich leider auch. Oder es kann sich auch sehr, sehr schnell wieder ändern. Aber momentan sieht es so aus, als würden wir mit 400. Vorsprung weitermachen. Und es wird nochmal ein ordentlicher Block geben, wenn wir das jetzt so nach Hause fahren. Während da Lando Norris gerade mal eine Zeit reinsetzt. What the fuck, Alter? Was hat der da rausgeholt? Aber wir sind vorne. Momentan noch. Lando Norris bei seinem Heim Grand Prix. Wir haben uns eben Lewis Hamilton. Bisschen zu viel gewollt gerade. So, damit haben wir die Führung wieder vor eben jenem Lando Norris. Das ist schon mal gut. Also, den Williams wieder auf die 1 gestellt. Nico Hülkenberg dritter momentan im Renault auf den. Also, ich erwarte hier nach jedem Rennen immer so einen kleinen Zwischenwechsel. Also, Leclerc, ja gut. Boah, ja gut, Ferrari auf Soft. Okay. Das wundert mich tatsächlich nicht wirklich, dass der vorne liegt. Ja, knappe Führung für knapp hinter Lewis Hamilton.
Fast tappen heute auch noch mal eine Zeit raus. Also das ist noch nicht so sicher. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Leclerc, Vettel und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell. Sechster. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gut, auf jeden Fall. Sechster Platz ist okay. Gut, natürlich sind wir ein bisschen verwöhnt nach den Siegen. Aber das erwartet ja auch gar keiner, dass überhaupt so, dass das die ganze Zeit jetzt so weitergeht. Ne? Also erwarten. Gut. Dann gucken wir mal auf die Reifen. Diesmal auf Medium. Das ist gut. Das ist auch absolut richtig. Und dann geht's weiter. Hier mit dem nächsten Teil aus Großbritannien. Zweite freie Training an diesem Freitag. Ja, natürlich. Also, sechster Platz war natürlich alles andere als absolut perfekt. Das muss man schon mal sagen. Ich hätte ein bisschen was mehr erwartet, aber ja, kriegen wir schon hin. Schauen wir mal. Vielleicht war es auch nur eine negative Momentaufnahme. Wie gesagt, nächste Grand Prix, nächste Woche wird es in Deutschland. Also, mein persönliches Heimrennen. Also, dieses Wochenende vom Team, nächste Woche von mir persönlich. Und danach müsste eigentlich das Doppelpäckchen mit Belgien und Italien kommen, oder? Und dann müsste es eigentlich mit Singapur, Russland, Japan weitergehen, wenn ich es richtig alles noch im Kopf habe. Na gut, der erste Sektor ist schon mal violett auf jeden Fall, da haben wir schon mal eine Zeit vorgelegt, aber wir sind natürlich noch nicht. Wir sind momentan die unsere Zeit vorlegen, weil auch keiner was hingelegt hat. Ich bin relativ früh rausgefahren. Zweiter Sektor ebenfalls violett. Ich habe natürlich jetzt keine Vergleichszeit mehr im Kopf. Ich weiß nicht, was ich eben in den jeweiligen Sektoren gefahren bin. ...37,2 Carlos Sainz auf der harten Mischung. Das, wenn man jetzt, auch wenn die Runde nicht ideal war, mit einem leichten Quersteher, werden wir nie, wenn wir die Zeit locker packen. Und zwar eine 33,6 und die ist, glaube ich, fast 2 Sekunden schneller als die Zeit eben. Das würde es erklären, warum wir auf den harten noch nur Platz 6 geholt haben. Weil sie wäre noch nicht mal auf der Standard-Benzinmischung und dann immer mit dem Festmix, also mit Mischung 3, dem fetten Gemisch. Deswegen denke ich mal, Platz 6 ist in Ordnung. Sektor 1 violett, by the way. Wir fahren immer 3 Versuche im jeweiligen Training. Ideal war es noch nicht ganz.
sehe aus dem Augenwinkel immer noch, dass es rot ist. Aber das können wir vielleicht im letzten Sektor nochmal ändern. Wieder ein gleicher kleiner Querstern in der vorletzten Kurve, den haben wir eben auch hinbekommen. Aber es ist eine neue Bestzeit, 33,1. Also gab es übrigens einen einen Fahrerwechsel in der F1, also nicht in meiner Karriere, sondern in der realen Formel 1. Und zwar ist aber nur Ocon soll wohl bei Renault vorgestellt werden und sich da Nico Hülkenberg ersetzen. Der wohl zu Haas wechselt. Ich weiß doch nicht, ob sie Magnussen rausschmeißen. Wahrscheinlich ja. Ich sag noch, zock mal Balls, Mate. Ich weiß auch nicht, ob sie Grosjean rauswerfen. Man weiß es noch nicht halt. Also einer von beiden wird es auf jeden Fall treffen. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Ja, ich fahre aber die Runde noch zu Ende. So, es darf natürlich kein Quersteher kommen in der nächsten Runde, im letzten Versuch. Diesmal fahre ich dann nicht so über die Curbs drüber. Diesmal kam kein Quersteher drin. Aber der weiter ausrät und damit reicht es für uns. Für dieses für dieses T2. Zweite freie Training. So. Wie sieht das Zeitentableau aus? Wir sind klar vorne von Nico Hülkenberg und Grosjean. Reicht es am Ende, um tatsächlich auch Spitzenposition im Training 2 zu behaupten? Oder werden wir doch wieder so ein bisschen durchgereicht? Wenn wir jetzt gleich sehen in wenigen Sekunden. Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richter, Hamilton und Sebastian Vettel. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So. Ja, wir haben es doch hingekriegt. Diesmal haben wir Lewis Hamilton geschlagen. Also scheint ihm hart für mich schon gar keine Option zu sein für dieses Rennwochenende, sondern eher auf die Medium zu gehen. Okay, das ist klar. Das war dann wahrscheinlich rot-gelb fahren. Wahrscheinlich die erste Variante auf gelb versuchen im Qualifying morgen. Und dann nochmal einen, um einen Satz zu sparen. Einen Satz soft zu sparen. Wobei das ist relativ egal sein wird. Mit dem aber nur einen Stopp fahren und halt zwei verschiedene Reifenmischungen fahren müssen. So, dann gehen wir rein ins dritte freie Training hier in diesem engen Grand Prix. Gehe ich kurz auf Rot, weil der zeigt mir gerade die gelben an. Die sind natürlich nicht richtig. Und dann geht's auf dem nächsten, auf die nächste Session. Weitere drei Versuche hier für uns hier in England. Wir wollen natürlich hier klar was mitnehmen.
So, dann geht's los. Versuch Nummer 1 im dritten freien Training, liebe Leute. So. Kunststück, wenn man der Einzige auf der Strecke ist, dass man einen violetten ersten Sektor hinlegt. Gucken wir tatsächlich auch die schnellsten fahren. Was habe ich hier? Ich weiß gar nicht. Ich vergesse immer, was für Zeiten ich fahre. Hamilton 34,2 auf Medium. Momentan deutlich drunter. Mit über 1,6 Sekunden Vorsprung auf den Mercedes vorne. Williams strikes back. Zumindest was diese Phase betrifft. Haben wir hier wirklich unseren vierten Saisonsekunden. Dann haben wir vier der letzten fünf Rennen gewonnen. Angefangen in Monaco, Kanada. Dann der vierte Platz in Frankreich. Die letzte Runde haben wir geschafft. Und der Sieg aus Österreich. Wollen wir natürlich auch in Großbritannien gewinnen. Und im Idealfall auch nächste Woche. Dann sind wir wieder, was die Fahrer-WM betrifft. So schon mal nicht. Wieder voll dabei. Es sind aktuell 46 Punkte Rückstand. Weil ich geht mal davon aus, dass wir es nicht packen. Aber wer weiß, was die Saison noch bringt. Ich will Williams ja wieder nach vorne bringen. Ja, vielleicht machen wir doch nur das. Na, gucken. Wie sieht denn der Reifen, der Motor überhaupt aus? 70. Ist das Getriebe, okay. 18%, ja. Mein Gott. Wollte ich rum, das Getriebe schlimmer. Haben sein Baku erlebt, was ein kaputtes Getriebe anrichten kann. So, und das kommt raus, wenn man sich mal eine Runde lang nicht konzentriert, sondern mit anderen Dingen gerade beschäftigt und dabei ist. Dann hast du halt so eine miese Runde. Versuchen wir es wieder mal eine Konzentrationsrunde zu fahren. Weil ich die vermute, dass die Roten nicht nochmal für den Versuch da sind. Magnus auf 3, also ein Faszinier. Also Racing Point. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Nicht schon klar. So. Jetzt gehe ich auf die letzte Runde für dieses Qualifikations... für dieses... für dieses freie Training hier, an diesem heutigen Freitag. Ich kann nicht, wann wir unser Getriebe rausgeworfen haben. Aber doch, nach Baku. Das heißt, wir müssten eigentlich zum nächsten Rennen wieder neues Getriebe reinpacken können. Ich glaube, nach Baku haben wir es hier rausgeworfen. Das war Rennen 4. Und wir haben sogar nochmal einen neuen schnellsten dritten Sektor geholt. Aber das bringt nichts, wenn die Zeit vorher eine Katastrophe war. Ja, passt schon. So, wie sieht die Zeit in der Zwischenzeit noch aus? 1,4 vor, also gut, okay. Also müssten wir tatsächlich eigentlich
Bei Gasly auf 2, also der jetzt ja in der realen jetzt mittlerweile in, bei Toro Rosso wieder dabei ist. Albon hat ja das Cockpit bekommen im Red Bull. Also gut eine Sekunde darunter. So, momentan sind wir gut dabei, auf jeden Fall. Der dritten Sektor geht über zu Hamilton, der die Zeit nochmal knapp drückt. Gasly nur noch 0,3 dran. Also der hat nochmal einen frischen Satz gezogen. Aber wir haben es geschafft. Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Gasly und Lewis Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Mhm. Jo. Ich bin mal gespannt. Ich erwarte jedes Rennwochenende immer welche wilden Fahrer wechselt. Schauen wir mal, wer irgendwann denn jetzt wechselt. Ich hoffe, das wird, wenn man so Red Bull wechselt irgendwann. So. Gut. Das war mal das war's mit dem freien Training. Wir sehen uns morgen wieder dann mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Großbritannien. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag. Wir hören uns morgen um 14 Uhr. Wenn ihr Bock habt, bis dann und tschüss.